Und guck mal, vielleicht kriege ich mal was Besseres außer Gold. Vielleicht sollte ich das Gold auch gar nicht mehr mitnehmen. Ich krieg das Gold ja überhaupt nicht mehr los. Wenn ich da jetzt Elektronikbauteile draus bauen könnte in Kombination mit Plastik, wäre super, aber geht nicht. Oder wenn ich einfach. Die sollten einfach die Menge auf 20 erhöhen. Ich habe erst gedacht, 10 Gold, das erwischt man nie, aber. Wir haben es jetzt doch relativ schnell erreicht. Im Grunde ist Gold ja schon fast ein Abfallprodukt geworden. Was irgendwie merkwürdig ist, weil es Gold ist. Ich frage mich sowieso, was macht er mit dem ganzen Gold? Oh. Okay. Hier hagelt es aber ordentlich. Eisen und Öl ist jetzt gar nicht so schlecht. Morgen soll ich nochmal in den Wald gehen und gucken, dass ich für Jenny alles bereit mache. Ich will nicht diese Guarana abgeben. Wahrscheinlich wäre mein Guarana schon längst vergammelt, wenn ich nicht diesen Gefrierschrank gebaut hätte. So, was kriege ich denn dafür? 300 Münzen. Lass ich mir gefallen. Hast du noch was, was ich brauche? Die Messer sind ganz gut, da muss ich sie nicht herstellen. Habe ich eigentlich wieder irgendwas, was ich nicht brauche? Ach ja. Öl. Okay, Essen sieht gar nicht so schlecht aus. Salz und Gewürze von mir aus. Da noch was drin eigentlich? Nö, alles leer. Das drehen wir mal schnell wieder um. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Dann müssen wir ja jetzt eigentlich anfangen. Dieses Wunder der modernen Technologie kann Wasser für dich sammeln. Ich glaube, ich fange mal an mit Gewächshäusern. Wäre gut, wenn ich hier langsam mal anfange. Die brauchen auch kein Elektro. Ich dachte, die brauchen Elektro. Das braucht Elektro, das braucht Elektro. Nein, man braucht kein Elektro. Das könnte morgen. Ich brauche Gewächshäuser und ich brauche eigentlich auch Beete, wenn ich so drüber nachdenke. Ganz normale, diese stinknormalen Beete. Und ich brauche diese Sachen, damit meine Pflanzen besser wachsen. Ihr wisst schon, solche Sachen halt. Computer, meine. Was kriegst du heute? Was kann ich mir von dir kaufen vor allem? Und was kriege ich aus dem Supermarkt? Salat wird erstmal gekauft. Tomaten werden erstmal gekauft. Rüben kaufe ich dir ab. Die würde ich Plastik kriegen. Das ist sonst nichts weiter, was ich brauche, ne. Hier kann ich wieder Sachen verkaufen in der Theorie.
Das stellt mich nicht zufrieden mit dem Benzin jetzt. Da habe ich das nächste Problem. Packen wir uns das mal da rein. Aber hier brauche ich eine Leiter erstmal. Ich hab noch leider nicht, ich hab keine Ahnung. Kannst du mal zugehen? Ich sag, kann ich. Ja, nur Wasser, ist mir schon klar. Warum kann ich das nicht schließen? Verdammt nochmal. Öffnen wir das. Okay, jetzt geht's wieder. Uns geht's nicht so pralle, aber da hilft ein bisschen Energy. Ich hatte doch mal ein paar. Brauche noch eine Leiter auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, wie viel von diesen Dingern ich hier brauche. Weil dann würde ich das erstmal hier anbringen. Dann gucke ich mal, dass ich so Raum-Upgrades hier. 8 Stück, ach du meine Güte. Dann ernten wir hier kurz. Bewegung, ernte schneller. Das heißt, ich brauche 16 Mal diese Upgrades. Wo habe ich es denn? Jagdkleidung. Erlaubt es dir, ein besserer Jäger zu sein, benutze sie im Wald. Vielleicht bei andermal. Wo sind denn die Upgrades? Mit diesem Raum-Upgrade wachsen deine Pflanzen schneller. Platziere sie in eine Raum-Upgrade-Box. Bisschen Glas, ein bisschen Erde, aber sonst nichts Besonderes. Aber ich glaube, das lohnt sich schon, die Dinger zu bauen. Okay. Dann pflanzen wir die mal hier rein. Und yay! Mit Regenbogen. Das heißt, ich brauche das nochmal 8 Mal. Dann will ich nämlich tatsächlich in diesem Bereich hier dann die Gewächshäuser reinbauen. Und der Strom ist auch. Weiter geht's. Ich brauche nochmal 8. Und Gefrierschrank-Upgrades brauche ich. Kraftwerk-Upgrade brauche ich. Das Pumpenhaus will ich auch irgendwo bauen dann. Hätte aber eigentlich noch Zeit.
Hier hinten ist dunkel. Das Ding brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Die Frage ist jetzt... Das sollte ich jetzt wieder herstellen. Nehmen wir jetzt alles, packen hier nochmal das, machen nochmal das gleiche Spiel. Was ist hier los? Warum passiert das? So. Kann ich das wieder herstellen? Nee. Sag mal, regnet das hier rein? Sieht so aus, ja. Und dann bräuchte ich tatsächlich noch normale... na, ihr wisst schon, normale Beete. Denn gewisse Sachen kann man nicht... Man kann nicht alles überall anpflanzen. Und da muss ich nochmal bei Jenny gucken, dass die... Die hat bestimmt auch ganz tolle Sachen, die ich gebrauchen kann. So, Jenny, was hast du denn alles hier? Apfelsamen. Die sind teuer, da wollte ich sie mal haben. Apfel und Gurken habe ich noch. Guarana habe ich auf jeden Fall auch noch. Mais habe ich noch nicht. Sonnenblumen sind immer gut. Das ist ganz schön teuer. Jenny, du kostest Geld. So, was willst du hier? Fleischeintopf? Schlangeneintopf könnte ich machen. Rübe, Schlange, Wasser. Dann brauche ich eigentlich noch viel mehr. Schlange und Rübe und Wasser habe ich. Und Gewürze sind hier oben drin. Ich brauche vielleicht unten das Gewächshaus auch noch, wenn ich alles so weit anbauen will, was es irgendwie gibt. Rübensuppe, ja bestimmt, werde ich solche minderwertigen Gerichte kochen. Ah, da ist Gold drin, das würde ich gern mitnehmen. Hier verkaufen wir das. Yay, nochmal $200. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich wirklich? Ich brauche Generatoren. Generatoren brauche ich. Das Ding bräuchte ich eigentlich auch. Ich glaube, hier wäre ein guter Platz für die Generatoren. Wie viel braucht man da? 4, das ist ja eigentlich echt nicht viel. Hauptsache, die Dinger produzieren dann mehr Strom.
erstmal. Weiß nicht, ob das so viel Unterschied macht. Geh mal ins Bett. War ein anstrengender Tag für dich. Es sind noch einige Sachen, die ich erledigen muss. Und ich glaube, es gab auch Orangensamen. Ich guck mal, ob Jenny jetzt Orangensamen hat. Hast du jetzt Orangensamen, bitte? Oh ja, tatsächlich. Nehme ich auch mal zwei. Habe ich Tomaten schon? Ich weiß es nicht. Ich kaufe sie mal. Aber alles, was nicht, was neu angesät werden muss, sollte ich als Saat eigentlich kaufen permanent. So, die Dinger hätte ich gern. Die Telefone nehme ich auch. Den Computer nehme ich auch. Danke sehr. Die elektronischen Teile, bitte. Marinierter Mais, Salzgurken kann ich verkaufen, sehr schön. Ach verdammt, da habe ich ja noch welche. Ups. Ja, im Grunde will ich das gerne alles hier irgendwann voll haben. Oh, hier kann ich auch mitgucken. Ja, das hat den Tomaten jetzt nicht gefallen, dass ich sie hier außerhalb gelagert habe, glaube ich. Das waren, fanden sie blöd. Kann ich sogar zweimal machen. Ah, ich glaube, dafür habe ich jetzt so viel Nachfrage ist da gar nicht. Was hast du gerade gesagt? Oh ja, heute muss ich sehr viele Briefe austragen von mir aus. Hier Salzgurken und hier Salz und wieder 195 für mich. Hier noch ein paar Gewürze von dir. Hast du irgendwas Tolles? Blaubeermarmelade, ne, die mache ich lieber selber. Das Generator? Ich brauche richtige Generatoren. Ein tolle Stromquelle, auch Holz kann Treibstoff. Auch Holz kann Treibstoff verwendet werden. Gutes Deutsch. Okay, das Ding ist zu schwer. Dann zerlegen wir erstmal die Sachen hier. Boah, ich habe drei Computer dabei. Ich werde auf jeden Fall ein Radio gerne im Bunker haben unten. Und wahrscheinlich auch einen Computer. Man weiß ja nie. Man kann ja schnell langweilig werden da unten. So. Warte mal, es gab doch auch diesen Betanker irgendwie. Tanker, da brauche ich einen Kraftstofffass. Wäre sowieso nicht schlecht, wenn ich da zwei von hätte. Dann mache ich dann erstmal den Betanker.
fülle ihn mit Kraftstoff auf und er wird automatisch alle Generatoren im Raum versorgen. Das kann ich auch gut kombinieren. Moment mal, ein so ein Ding reicht jetzt. Der hier ist ausgefallen und trotzdem reicht das hier. Okay, das bringt wirklich was, wie mir scheint. Oh, das könnte ein bisschen dauern, das hier alles rauszukriegen. Ach, da müsste aber auch noch was. Okay. Machen wir hinten ein Lager, ein unnützes Lager erstmal. Da kann ich ja wirklich die Sachen reinpacken, die ich erstmal nicht mehr brauche. Oder Saatgut? Ausräumen ist schwierig. Ach so, okay. Kleiner Denkfehler mal wieder. Schwer ist der 30 Kilo, dann stellen wir den erstmal hierher. Kann ich später noch umstellen. Aber hier hätte ich, in dem Bereich hätte ich gerne. Eine riesige Generatorebene. So. Kann auch mal gucken, ob wir den ersten Generator dann gleich machen. Beziehungsweise kann ich hier mal reingucken. Ah ja. Okay, hier kann ich die ganzen Briefe ablagern. Oder kann ich die auch wegschmeißen? Naja. Lieber man hat, als man hätte. Hier wird auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Warte mal, bleib mal hier. Da ist die Gefriertruhe, da packe ich mal das Essen rein. Das ist jetzt nicht schlecht. Ich bräuchte auch. Eigentlich müsste ich auch eine Art Küche bauen. Den kann ich gar nicht nehmen, warum? Achso, da ist noch Zeug drin wahrscheinlich. Was ist das da? Ein Brotkasten. Ein Prepper braucht keinen Brotkasten, aber kann immer noch Filmmaterialien verwenden. So, dann zerlege ich mal diesen Küchenschrank. Dann kann ich ihn bauen. Und da baue ich ihn zweimal. Oh, das ging ja schnell. Irgendwo hier muss er sein. Der ist hier nicht. Wieso kann ich den nicht bauen? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ah, da ist er.
Einfach Küchenschrank zerlege ihn, tu es einfach. Gut. Kann einen Großteil vom Salz mich unten reinlagern. Hier ist noch haufenweise Essen, haufenweise Essen drin, das kann ich alles mitnehmen. So, auf jeden Fall was für meine Küche und Co. Und Salz passt ja auch noch wunderbar rein. Wo kommt eigentlich jetzt mein ganzes Gewicht her? Okay, von vielen Sachen. Ja, aber ich muss jetzt gerade eine Küche zusammenbauen, das ist wichtig. Schön. Und wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich auch hier schon mal dieses Gewächshaus-Upgrade reinpacken. Das brauche ich dann nicht mit mir rumschleppen. Bauen wir einen Generator. Bauen. Ja, ich weiß, dir geht's nicht gut. Hoch mit dir. Und schlafen. Morgen müsste ich wirklich mit dem Gorana fertig werden. Den Tag würde ich noch machen, tatsächlich. Dann kann ich auch langsam die Dampfgeneratoren verschwinden lassen. Kann hier eigentlich der erste Generator rein? Ich frage nämlich nur, ob ich die übereinander stapeln kann. Ich habe da. Warum. Warum der jetzt nicht. Ist der nicht da leer?